Ahoi, was geht ab, Leute, Hong hier? 10 Jahres 2X Freezer ist gerade rausgekommen und ja, ich bin reingegangen. Kam früher als erwartet, wir wollten uns alle um 11 treffen, weil um 12 hätte es online kommen sollen und dann wollten wir das alle gemeinsam machen, großer Moment, feiern, was weiß ich. Und dann habe ich vorhin in der Gruppe gelesen, Telegram-Gruppe, also nicht unsere, sondern allgemeine Cake. Da hat einer geschrieben, ist online. Sofort rein, sofort online, sofort den anderen geschrieben, hey, 2X Freezer ist online. Die anderen waren irgendwie unterwegs im Auto, direkt rechts angehalten und so, und dann alles rein. Ja, und jetzt habe ich gerade gefragt, ob wir uns trotzdem noch treffen wollen, wie der Plan ist, weil irgendwie fühle ich mich so leer. Und keiner hat was geschrieben. Ich habe geschrieben, treffen wir uns noch, gehen wir was saufen. Keine Ahnung, was man so macht, nachdem man in den 2x 10 Jahres Freezer gegangen ist. Was macht man da so, Leute? Ich bin aufgedreht. Oh shit. Oh, Junge, was geht ab? Komm rein. Gar nicht gefaked, Leute. Okay, es war gefaked, aber es musste sein. So. Ja, wir sind zum Wohnzimmer, komm rein. Also. Leute, heute Döner-Tester, magisch. Ja. Wie sieht's aus? Richtig lecker, das ist der für mich aktuell in München. Einer der leckersten Döner überhaupt. Top. Ja. Aber nicht beste. Aktuell ist das für mich der beste in München. Okay. In München. Die 1 ist auch für Ferhat, aber ich brauche nur noch eine Bestätigung, wenn wir in Wien sind. So. Ich soll mehr Tomaten. Wie viele Tomaten kriege ich? Eine. Halbe. Ja, ich weiß. Ich hasse das. Frage. Ich sag immer, ein bisschen mehr Tomaten bitte. Ja, dann sag doch nochmal. Ja. Anstatt zu meckern. Aber eine halbe ist schon. Ja. Was wäre, wenn du gesagt hättest, normal Tomaten hätte gar keiner bekommen? Ja, ist mir halt so fein. Ich denke mir so, vielleicht will er nicht, oder? Keine nee. Spahn. Meine Güte. So muss ein Döner schmecken, Leute. Sagt den Leuten noch den Döner. Achso, ja, stimmt. So richtig. Ach so. So, oder? Fokussiert der? Wir müssen hier mal wegschauen. Nein, passt schon. Sicher. Es gibt doch diese Dönerbefriedigung. Ab und zu, es fehlt was im Leben. Kennt ihr das? Ich schwöre, ich hab das bei Döner. Es ist so befriedigend, so mit dem geilen Brot, mit dem geilen Fleisch. Echt wow. Original Uludagasos, kennt ihr Leute? Das ist die wahre Marke. Das sind schon Türken, ja? Ja. Gleich neben Pferd war auch ein fetter Körperfit. Oh mein Gott, willst du mich nach Wien locken? Was meinst du? Nur so, das war so symbolisch, keine Ahnung. Alter. Aber gleich wieder verbrennt. Alter. Ja. Da kann ich mir mehr gönnen, meinst du? Na, bei Pferd mal die Ausnahme. Ja, Mann. Na, ich würde dann Döner und Dürüm und so durchtesten. Und Lahmacun mit Dürüm. Hatte das? Hatte er das? Nee. Okay. Ist nicht. Ich hab nicht die Karte studiert, ich hab nur auf Döner und Dürüm geschaut. Aber doch, er hat schon bestimmt. Aber ein Döner-Teller, oder? Obwohl, er ist ziemlich klassisch so, er probiert nicht. Lahmacun Döner ist auch ein bisschen. Ein Döner-Teller. Das ist der Film Laura für die Klicks. Hier unser Pudel. Schau kurz in die Kamera. Mach deinen Move, wie in Mallorca. Sie macht's nicht, Leute. Sorry. Dann nächstes Mal vielleicht.
Der geht immer eher ab 1,5 Promille oder wann war der? Leute, der schmeckt so gut, dass ich mich unwohl fühle, dass weiter gefilmt wird. Mach echt bitte aus. Tut mir echt leid, Leute. Hörst du echt? Ja, dann chill noch. Ich muss weiter zum Kino. Shang-Chi, Legend of the Ten Rings schauen. Und fette Filmcrew, die drehen hier irgendwas. Ich habe gerade den anderen Bescheid gegeben, falls es die interessiert, hier beim Set zuzuschauen, was auch immer hier gedreht wird. Werbeclip, was weiß ich. Serie. Irgend so eine deutsche Serie. Was fällt mir da ein? Tatort! Mein Gott, Leute. Da ist ein glitzender Roboter. Oh, ihr seht ihn nicht mehr. Wir verfolgen den. Oh mein Gott. Und Shang-Chi, Mann. Ein sehr guter Film. Ich kann den sehr empfehlen. Vor allem Asiaten. Ihr müsst den anschauen, supporten und so. Aber echt auch so guter Film. Sehr, sehr gut. Schöne Kampfszenen, Stories. Echt solide, nichts übertrieben. Sehr schön animiert. Boah. Der kriegt echt 10 von 10 Film von mir. Kriegt ihr von dir auch 10 von 10? Ja, doch schon. Schon, gell? Ja. Der Soundtrack ist mega toll. Soundtrack auch gut. Es hat eigentlich alles gepasst. Witzig, Action. Ja, passt alles, Mann. Passt alles. Jetzt der Roboter, Alter. Der Content läuft gleich. Scheiße. Oh mein Gott, der leuchtet gerade nicht mehr. Oh mein Gott, die gehen wieder ein. Tot. Verpasst, Leute, ihr habt es nicht gesehen. Der hat geleuchtet, dies, das, aber. Abschließend Worte aus dem Bällebad. Das müssen wir echt irgendwie öfters verwenden. Shang-Chi, guter Film. Ich empfehle es, vor allem wenn ihr Asiaten seid, aber auch sonst so, aber ich meine, trotzdem, vor allem wenn ihr Asiaten seid. Ansonsten, ja, 10 Jahre Freezer. Ihr wisst, wir machen Vlogs, wir zeigen euch unser Leben, erzählen euch, nehmen unsere Momente fest für uns selber und für euch, aber wenn ihr mehr über. Eigentlich haben wir schon viel gesagt über den 10-Jahres-Freezer und den Zweifach-Rewards, aber es kommt kein Erklärvideo, dies, das. Wir geben keine Anlageberatung, dies, das. Wir zeigen nur unser Leben, was wir machen und so weiter und so fort. Falls euch das interessiert, dann müsst ihr die ganzen Videos von den anderen Leuten anschauen, von DFI, Cake Direct, Dr. Junior Horst und so weiter. Ich habe euch gezeigt, dieser Manuel, der macht gute Videos. Crypto Explained, zum Beispiel der Santiago, all diese Leute, die nur Crypto machen und auf Erklär und Info gehen. Digga, wir sind irgendwelche Randoms, die mal Yu-Gi-Oh! Gezockt haben, dann Pokémon Go gezockt haben und einfach chillen und unser Leben führen und essen und uns treffen. Von uns könnt ihr sowas nicht erwarten. Wir werden es machen und wir wissen auch, was wir machen, aber wir werden euch kein Erklärvideo geben, weil danach haben ein paar gefragt. Da gibt es genug andere Leute, die sich darauf fokussieren und spezialisieren. Man sieht sich 2031, Leute. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Twitch. Freitag sind wir mal wieder live. Ansonsten natürlich in Bitcoin und DeFi investieren, Cashflow generieren, serious business und ciao.